Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Folge von Minecraft Valleys. Ja, für heute habe ich mir vorgenommen, dass wir unser Dach vielleicht mal etwas verschönern, weil ich glaube, das hat es wirklich bitter nötig, beziehungsweise weniger verschönern als endlich fertig machen. Und danach können wir vielleicht hier noch etwas an unserer Treppe arbeiten. Naja, was ich mir gedacht habe, Gedanken habe ich mir zwar nicht so wirklich extrem viele gemacht, allerdings glaube ich, dass es ganz nett Autsch wäre, wenn wir vielleicht einfach hier drumrum eine Art Rahmen aus Holz ziehen. Also immer hier solche Holzklötze, Holzstämme. Ja, unsere Hütte ist ja generell nicht die hübscheste, aber ich denke, das kann eigentlich ganz gut aussehen. Deshalb werde ich das erstmal so probieren. Und dann können wir uns noch etwas weiter um unser Feld kümmern, wenn denn das Getreide wieder nachgewachsen ist. Sonst würde ich einfach offscreen bald mal unter die Erde gehen und anfangen zu farmen. Hier haben wir das ganz anders gemacht. Hier sind die nicht so versetzt wie drüben. Aber ist ja egal. Und dann würde ich etwas farmen gehen, dass wir vielleicht in einer der nächsten Folgen schon unser Redstone-Feld bauen können. Was ja auch wirklich sehr nützlich wäre, sage ich mal. Das Teil hier vorne ist ja auch hässlich. Können wir vielleicht auch gleich mal richtig machen. Wenn wir das hier abbauen, landen wir drin. Scheiße. Dann werde ich das Ganze. Gute Frage. Wie wollen wir das machen? Gute Frage. Vielleicht. Ja, das ist zumindest die einfachste Lösung. Ob es die schönste ist, darüber lässt sich streiten. Naja, dann haben wir jetzt zumindest das und vielleicht könnte ich dann. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es machen soll. Soll ich vielleicht hier vorne das Ganze nochmal mit einem Balken verbinden oder soll ich das Ganze ausmachen? Ich weiß es nicht. Ich hier einfach so einen Balken durch. Ja, ich glaube, das sieht ganz vernünftig aus. Wir haben aber nur noch 17 Holz. Frage ist, ob das noch für die andere Seite reicht. Schauen wir einfach mal nach. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Wo ist denn hier Holz? Genau. Zwei Herzchen haben wir nur noch. Autsch. Das war ein schwerer Sturz. Okay, wir müssen die untere Reihe Kobel wegreißen. Wir sollten auch mal was essen. Wir uns ein paar neue Brote machen. Zum Glück haben wir da noch genug. Also, unser großes Feld ist jetzt echt ein ziemlicher Segen. Noch ein ganzes Stack übrig. Und bis der aufgebraucht ist, ist das Feld auch schon wieder nachgewachsen. Und wenn wir dann ein Redstone-Feld haben, geht das natürlich alles noch viel schneller. Genau, hier müssen wir die untere Reihe rausreißen. Aber erstmal esse ich noch ein Brot. Damit wir hier auch unsere Holzbalken. Oh Gott, ich dachte, wenn noch. Beziehungsweise unsere Baumstämme reinlegen können. So, auf der anderen Seite muss ich auch noch einen weiter. Hopp, 13, das könnte knapp werden. Zumindest beim Rest. Scheiße. Klock. Ich bugge. Hat der Server gerade gelaggt? Ich bin es nämlich auf jeden Fall nicht. Und was euch vielleicht auch aufgefallen ist, jetzt spiele ich im Vollbildmodus, das heißt unten und oben sind die Ränder weg. Das habe ich bisher nicht gemacht, weil es mir einfach nicht gefallen hat, dass alles so riesig ist. Weil ich mich nicht daran gewöhnen konnte, dass unten die GUI und alles einfach ziemlich groß sind. Aber in Angesicht der Sache, dass oben und unten die Balken der Videos dann wegfallen, habe ich es dann doch mal gemacht.
versuche mich jetzt dran zu gewöhnen, weil es natürlich für euch deutlich hübscher ist, wenn ihr nicht diese hässlichen schwarzen Balken da drin habt. So, mal sehen, wie ich das hier oben sonst mache. Vielleicht haue ich hier einfach... Ach, so ein schöner Balkon, das wäre ja was. Aber der würde dann eher auf die andere Seite gehen, oder? Da unten haben wir schon was. Werde ich da mal gucken. Ich werde das Ganze jetzt erstmal hier zuzimmern. So, erstmal so auf eine halbwegs normale Basis. Zack, zack. Hm. Hier ist das Dach auch höher. Vielleicht kann man hier tatsächlich irgendwie so ein großes Fenster machen, dass wir hier so einen Ausläufer haben und vielleicht noch so eine... Da könnte ich hier natürlich eine Galerie so reinbauen, dass wir hier den Boden wegreißen. Ja, ich glaube, das sähe ganz gut aus. Ich bin so ein Meister. Oh. Fuck it, ich bin gerade mega weggerutscht. Das wäre natürlich geil. Am geilsten fände ich es aber, glaube ich, wenn wir hier das so etwas runtergehen lassen, das Glas, und es dann bis hier ganz runter durchziehen. Ja, das sähe mega aus. Hier haben wir jetzt vier Klötzchen. Da haben wir drei Klötzchen, das passt sogar. Dann können wir nämlich diese symmetrische Dings da wegreißen, dass wir die vier Klötzchen hier wegmachen. Nein, dann wären es fünf Klötzchen. Nein. Auf jeden Fall, hier ist die Mitte. Das heißt, wenn wir... Es müsste so hier runtergehen. Dann müssten wir es dort eigentlich breiter machen. Wenn wir es... ich schaue erstmal. Glas dürften wir eigentlich noch haben. Ansonsten muss ich bald nämlich auch Glas suchen gehen. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass wir das dann hier erstmal bis oben durchzimmern mit Glas. Dazu brauchen wir erstmal ein Dirt-Gerüst, aber ich schaue lieber mal, ob wir etwas Glas haben. Ansonsten muss ich nämlich Sand schmelzen, wenn wir überhaupt Sand haben. Glas haben wir 13 Stück, das wird nicht reichen, definitiv nicht. Ja, und Sand haben wir auch nicht, sprich wir müssen wohl oder übel etwas Sand suchen. Na, das reiße ich jetzt nicht. Ach, ich bin heute auch echt ein Meister. Ich reiße jetzt erstmal hier den Kobbel raus, damit wir das dann oben reinzimmern können. Zwei Herzen habe ich noch, Alter. Aber fressen möchte ich erst, wenn es sich auch lohnt. Hier muss es raus, dass wir hier einfach so eine Art geraden Strich nach oben haben. Genau. Jetzt passt das hier unten aber wieder nicht mit der Tür. Müssen wir die Tür hier rausreißen und stattdessen Glas reinbauen. Sand. Wo haben wir Sand geholt? Ich glaube, wir sind da irgendwo rübergefahren mit einem Boot. Und da gab es so eine schöne Sandküste. Aber ich denke, das werde ich auch offscreen machen, weil es einfach stinklangweilig ist. Und auch nichts Großes passieren wird. Das möchte ich euch nicht unbedingt zumuten. Aber, naja, jetzt können wir hier das bisschen Glas reinzimmern. Muss ich wieder runterrennen. Oh Gott, jetzt nicht sterben, weil ich hier irgendwie... So. Danke. Hat sich gelohnt. Naja, Monster gibt es hier zum Glück nicht so viele. Jetzt können wir erstmal ein bisschen raggen. Reagan. So. Ich will das Glas jetzt auch nicht aus Versehen falsch setzen. Das wäre echt scheiße, wenn wir nur noch vier haben. Jetzt fehlt uns das Glas. Naja, ihr wisst jetzt zumindest, wie ich mir das Ganze vorstelle, dass wir hier... Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich passt, weil... unser Haus weniger modern ist. Gott, ey, ich laufe immer auf diesem Zaun. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Glas, nur dass wir das da oben schließen können. Und hier diese Lücke. Da
dann ist das sozusagen ein durchgehender Glasstrich und vielleicht kann man hier irgendwie eine Galerie machen mit einer schöneren Treppe nach unten als diesem Kackteil da. Ich weiß jetzt nicht, ob es reinpasst oder nicht, aber ich dachte mir, könnte ja ganz nett sein und etwas abwechslungsreich im Gegensatz zu einer einfachen Hütte. Und wo unsere Hütte doch so schon so hässlich ist, kann man sich doch schon mal sowas leisten hier. Ich weiß auch nicht, ob ich hier eine Galerie bis unten durchziehe, weil unten wird eher so Lagerbereich werden und hier oben eher Wohnbereich, dachte ich mir, dass wir vielleicht hier oben den Boden rausreißen und dort eine Galerie reinsetzen. Und von oben, keine Ahnung, durch unser Arbeitszimmer irgendwie da runter gucken können. Weiß ich auch noch nicht, was wir hier oben bauen. Ach ja, wir waren beim Balkon stehen geblieben. Boing. Ich weiß nicht. Wenn ich hier einen hinsetze, müsste ich, glaube ich, dieses Eingangsteil da wieder wegmachen. Und wenn ich es hier vorne hinsetze, ich weiß gar nicht. Nee, hier vorne passt das echt nicht hin. Weil wenn wir hier dann überall Glas haben, das geht nicht. Vielleicht können wir auch da oben mal irgendwas hinsetzen. Das sieht ja auch ganz geil aus. Also werden wir jetzt einfach mal einen kleinen... wunderschönen Balkon. Ich und meine Orientierungsprobleme in Minecraft. Erst stehe ich hier und oder so und will mich dann umdrehen und drehe mich dann zu weit und laufe fast hier runter. Letzte Folge wollte ich mich umdrehen und nach Hause laufen, als die Creeper hier waren. Und ich drehe mich um und stehe genau und springe genau in die Creeper rein. Also meine Orientierung muss ich hier in Minecraft wirklich nochmal etwas verbessern. Unser Feld ist noch am Arbeiten, das ist noch nicht fertig, aber wir haben ja noch einen Stack Weizen. Also das sollte kein Problem sein. Wir verlieren aber ganz schön viel Essen, muss ich sagen. Naja. Hier, das Eingangstor muss ich leider weghauen, weil ich glaube, das sieht etwas scheiße aus. Wenn wir da noch den Balkon drüber haben. Wie ich den Balkon baue, weiß ich auch noch nicht. Aber lasse ich mich einfach mal überraschen. Etwas Holz, wie war das mit dem, Gott, wie war das mit dem Zaun? Wir haben aber noch ein paar. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ja, doch, dürfte. 1, 2, 3, 4. Ja. Nichts Besonderes. Vielleicht kann man da oben irgendwie eine Lampe oder so reinbauen. Wenn wir irgendwann einen Glowstone ein bisschen haben. Aber das sind auch ferne Träume. Obwohl, muss gar nicht sein. Wenn wir jetzt nämlich, wenn ich jetzt farmen gehe und dann Redstone und vielleicht sogar Diamanten mitbringe, dann können wir uns ja bald ein Nether-Portal bauen. Aber ich werde natürlich auch nicht alleine in den Nether gehen. Das ist mir dann doch etwas zu riskant. Ja. Ich würde sagen, den Balkon, wie machen wir denn am besten mit Slabs, oder? Welches Holz? Eigentlich fände ich das Dunkle schon gut. Das Fichtenholz ist es, glaube ich. Ja, ich denke, wir nehmen Fichtenholz für das Ganze. Ist etwas abwechslungsreich und passt gut zum Dach. Nicht, dass wir hier immer mit Eichenholz rumrennen. Von dem Zeug haben wir auch noch genug. Also würde ich sagen, setzen wir hier noch einen hübschen Balkon ein. Das dürfte hier auch genau die Mitte sein. Ich schaue ja... Ach, scheiße. Obwohl, das muss... Wenn wir hier so ein... Nein, das sieht scheiße aus. Wenn wir so machen. Oder ich probiere nochmal was. Wenn wir hier vielleicht Treppen. So an die Seite setzen, dann geht das etwas tiefer. Genau. Und Scheiße. Das könnten wir natürlich auch machen, wenn wir das Teil jetzt hier so hinsetzen. Der geht zu weit raus. Vielleicht sollten wir ihn eher etwas breiter machen, als dass wir hier so ein komisches Teil machen. Es sieht jetzt auch, wie ich finde, nicht so wunderschön aus. Ich finde, wir sollten etwas mehr in die Breite gehen dafür. Und, haben wir dafür noch genug? 1, 2, 3, 4. Passt. Dann, noch ein paar Zäune drauf, die wir uns aber gerade nicht basteln können.
weil wir kein Holz haben. Da würde ich dann auch gerne Fichtenholzzäune nehmen. Die gibt es jetzt ja ab der 1.8. Da kann man ja alles in verschiedensten Holzarten bauen, was ich ziemlich gut finde. Dann machen wir das weniger wie ein Balkon, sondern eher so als Ausguckloch, keine Ahnung. Ausguckloch ist vielleicht das falsche Wort dafür. Aber haben wir noch Fichtenholz roh dabei, dann können wir uns tatsächlich noch ein... dann können wir uns doch noch keinen Zaun bauen. Fichtenholzzaun oder Eichenholz. Sieht, glaube ich, beides nicht schlecht aus. Und statt Glowstone haben wir jetzt provisorisch erstmal eine Fackel drüber. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Folge waren wir relativ produktiv, muss ich sagen. Jetzt werde ich offscreen ein bisschen farmen gehen, was etwas langweilig ist, deshalb werde ich es nicht zeigen. Außer ich finde natürlich irgendwas ganz Besonderes wie Redstone oder Diamanten oder so. Und da werde ich noch etwas Sand holen, dass wir unsere Galerie hier vorne beziehungsweise den Glasstreifen etwas schöner hinkriegen. Oder fertig kriegen, besser gesagt. Naja, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das doch mit einer positiven Bewertung oder einem Feedback oder einem Abo oder was auch immer. Und würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge dann auch wieder dabei seid. Und bis dahin. Ciao.